Grüß Gott und herzlich willkommen bei Liechtenstein Live. Unser Thema heute, neue Ideen für Liechtenstein, und dazu begrüße ich Cornelia Wolf. Grüß Gott. Hallo Herr Kölbel. Bevor wir das erzählen, worum es da geht, vielleicht einmal kurz zur Person. Wer ist die Cornelia Wolf? Was macht sie im normalen Leben? Ich bin selbstständige Grafikerin, wohne und arbeite für Dotz. Und in Vaduz aufgewachsen? Genau, von dort Schule, aufgewachsen, alles Schule, Realschule in Schaan. Also einmal habe ich einen kurzen Ausrisser gehabt, einmal kurz in Schaan gelebt, oder jetzt eigentlich eine Weile. Und ja, jetzt wieder zurückgekehrt auf von dort und bin jetzt dort wohnhaft und arbeite dort. Jetzt gibt es einen besonderen Anlass für unser Gespräch heute. Sie haben nämlich mit einem Team den Businessplan-Wettbewerb der Universität Liechtenstein gewonnen. Mit welcher Idee? Genau. Also ja, wir freuen uns sehr, dass der Samuel Bertliner, der Florian Bertliner und ich mit dem HOI Laden für Heimatgefühl da haben dürfen gewinnen. Das war wirklich sehr überraschend für uns. Man hofft natürlich immer, wenn man bei so einem Wettbewerb mitmacht, dass man insgeheim, dass man gewinnt. Aber ja, ist natürlich immer sehr toll, wenn das dann wirklich eine Realität wird, und da sind wir sehr glücklich darüber. Wobei ja nicht nur die Idee bewertet wurde, sondern wichtig war ja auch ein Businessplan. Genau. Also es ist wirklich ein Businessplan gesehen. Unsere hat auch die 40 Seiten gehabt, und da hat man dann halt alles müssen aufschlüsseln von der Idee, wie Sie gesehen haben, über die Finanzen, über die Umsetzung dann auch und wie dann das Ganze auch in die Realität umgesetzt werden könnte. Für welchen Zeitraum? Für 3 Jahre, 5 Jahre? Für 3 Jahre hat man jetzt das aufgestellt. Also mit der Finanzen, der Finanzplan ist auf 3 Jahre ausgerichtet, und dort ist jetzt halt einfach theoretisch jetzt mal niedergeschrieben, ja, wie dann das Ganze auf die Füße gestellt werden kann. Gehen wir noch mal ganz kurz zu den Personen zurück, nämlich Sie und dann die 2 Bertliners. Was machen die im normalen Leben? Weil genau. Ich glaube, es ist ja für alle 3 was Neues. Ja, sehr neu. Also wir kommen alle nicht aus dem Souvenirgeschäft, wo wir jetzt nicht beginnen. Der Samuel arbeitet im Land in einem Industriebetrieb als Produktionsleiter. Der Florian ist in München und ist dort der IT tätig. Und ich bin eben hier im Land und bin als Grafikerin tätig. Genau, jetzt ist die Idee schon verraten. Nämlich die Idee ist ein Souvenirshop, aber es ist ein Souvenirshop der besonderen Art. Genau, also wir probieren einfach authentische Liechtensteiner Souvenirs zu kreieren und zum dann bei uns im Laden zu verkaufen. Das heisst, man muss vielleicht ganz von vorne anfangen. Der Florian Bertliner ist im Schaanwald aufgewachsen, und dort kann ich alltag auch viel Bus mit Touristen über die Grenze. Und dort hat es ganz früh einen Souvenirshop gegeben, gleich nach der Grenze rechts. Und dann hat er sich da schon immer gedacht, wieso würden da jetzt ein Haufen Alpen, Kugelglocken, Alphörnchen und ähnliches, und made in China. Genau, made in China verkauft, wo dann viele Asiaten wieder quasi mit heimnehmen. Und er hat sich da schon gedacht, man müsste irgendetwas machen. Und der Samuel ist der Schwager von Florian, also er ist mit der Schwester von Florian verheiratet. Und er hat auf einer anderen Schiene, er hat der Wirtschaftsingenieur gemacht an der Universität Liechtenstein und hat sich dort auch mit einem Projekt im Tourismusbereich beschäftigt. Und so sind sie dann zusammengekommen und denkt, da müssen wir etwas machen. Und ich bin dann zum Glück zufälligerweise dazugestoßen. Das heißt, Grafikerin heißt Design. Genau. Wirtschaftsingenieur heißt Businessplan. Genau. Also Aufgaben sind verteilt. Genau, der Samuel ist praktisch unser Mann für Finanzen, ist sehr ein pragmatischer. Und der Florian ist unser IT-Spezialist, der sich da gut auskennt. Und ich darf dann eben für Produktion zuständig sein, für die Umsetzung. Businessplan, jedes neue Geschäft braucht ein Investment. Wie hoch ist das Investment budgetiert? Also wir sind gerade dabei, um eine AG zu gründen. Wir würden 3 gleichberechtigte Partner sein, wir 3 miteinander. Und ja, würden alle 3 mit 20.000 Franken in die Firma einsteigen, aus unserem Sparkessel raus. Das heißt 60.000 aus dem Sparschwein. Genau. Jetzt gab es aber ja auch einen Preis zu gewinnen, den haben Sie auch gewonnen. Wie viel war das? Genau, das ist super. Ja, wir haben 12.000 Franken haben wir dort dürfen gewinnen. Die sind dann noch oben drauf auf dem Businessplan. Richtig, ja. Für den Luxus. Genau, jetzt haben wir gesehen, jetzt dürfen wir uns auch ein anderes Experiment leisten, wo wir uns vielleicht vorher nicht hätten können erlauben. Das heißt also, Sie haben den Businessplan-Wettbewerb gewonnen mit einem konkreten Projekt, das Sie unabhängig davon umsetzen werden. Genau, also muss ich dazu sagen, wir haben den Businessplan-Wettbewerb
das war wirklich super gewesen. Also da hat so im Vorfeld dazu hat's da Veranstaltungen vom KMU-Zentrum und von der Universität aus, sei es jetzt zu den Themen Vertrieb, Marketing, Finanzen, hat es da richtige Vorlesungen gegeben. Es hat da ein Coaching gegeben, wo jede Gruppe, die da mitgemacht hat, durfte beanspruchen. Es hat Frühstückscircle gegeben, es hat so einen kleinen Kurzvortrag jetzt dort gegeben und eine kleine Kaffeerunde, wo man sich mit anderen, die auch gerade einen Businessplan dran sind, können austauschen. Und wir haben es für uns einfach gesehen, das ist der Endpunkt. Das Datum, wo man den Businessplan abgeben muss, bis dorthin wollen wir unsere Idee einfach aufs Papier bringen oder halt eben so zum Fliegen bringen. Und wenn wir es bis dorthin nicht schaffen, dann wird es so nicht funktionieren. Und das war so sozusagen Motivator, genau, und hat aber gleichzeitig auch Zeitdruck geschaffen. Genau. Es gab jetzt ein konkretes Ziel. Ja. Hat sich jetzt Ihre Idee im Rahmen dieses Wettbewerbs verändert? Sind da Erkenntnisse eingeflossen? Haben Sie Dinge verändert, die Sie im Rahmen von diesem Businessplan-Wettbewerb gelernt haben? Ja, also die Grundidee ist sicher gleich geblieben. Einfach hochwertige, authentische, liechtensteinische Andenken und Geschenksartikel zu machen. Aber auf dem Weg hat sich natürlich sicher das eine oder andere, natürlich auch durch viele Gespräche, die wir in dieser Zeit geführt haben. Und hat sich dann die Idee immer wieder ein bisschen angepasst, verfeinert, man hat wieder Sachen verworfen, wieder neue Sachen sind dazugekommen. Und was natürlich auch super war, ist, die Arbeit an dem Businessplan hat uns einfach als Team wie so zusammengebracht. Also, natürlich, der Florian und der Sanel haben sich vorher schon kennt, aber ich habe Sitz, wo der Florian eigentlich gerne kennt vorher. Und der Sanel einfach, ja, wie es im Land ein bisschen so ist, vom Sachen und vom Ausgang. Und da haben wir wirklich auch gemerkt, mal, das funktioniert, wir sind ein gutes Team, wir ergänzen uns gut und haben die gleiche Vorstellung vor Augen, die gleiche Vision und können gut miteinander arbeiten. Es geht einfach, ja. Das heißt, es kommt jetzt die AG, jeder nimmt die 20.000 aus dem, genau, Sparschwein plus die 12.000. Gibt es schon ein Lokal? Genau, das ist schon super, dass sich das eigentlich schon während dem Businessplan ergeben hat. Wir haben dann noch verschiedene Sachen ein bisschen angeschaut, was gibt es. Und jetzt haben wir dürfen, gerade am gleichen Tag, wie die Preisverleihung war vom Businessplan, haben wir können unseren Mietvertrag unterschreiben, und zwar im Städtli 35. Das heißt, in der Fußgängerzone im Städtli, genau, direkt? Genau, jetzt im Städtli drin, bei Frau Ruth Büchel, neben dem Heim Dekor Öri, vis-à-vis vom Kunstmuseum. Optimale Lage. Jeder, ja, Tourist, der nach Liechtenstein kommt oder nach Vaduz kommt, geht dort mindestens zweimal, genau, vorbei. Genau. Also man sieht, dass der Lage kann man definitiv nicht die Schuld geben, wenn es dann nicht funktionieren sollte. Dann sind wir bei den Produkten. Sie haben da ein bisschen was mitgebracht. Ja. Ich werde das vielleicht in die Kamera halten. Genau. Aber das sind jetzt mal als Prototypen. Wir sind, ja, jetzt viele Sachen wirklich am Ausprobieren. So muss ich es halten. Dann haben, ja, dann haben wir den Rhein. Genau. Da ist also der Rhein. Ist quasi, genau. Ja. Das ist Liechtenstein in Holz. Genau. Das, ja, ist jetzt Relief unserem Land. Man sieht, das ist eigentlich super, weil unser Land ist so klein, eben, dass man es in der Hand heben kann, aber auch gross genug, dass man jetzt schauen kann, wo man eigentlich wohnt in welcher Gemeinde. Und ja, natürlich auch die Berge schön mit dem Relief drauf. Wer schnitzt das? Das ist jetzt ein Prototyp von Florenz Papa, vom Rainer Bettliner, wo er da, ja, in Bärenholz geschnitzt hat. Wenn es ein Erfolg wird und man davon Tausende braucht, wer wird es dann schnitzen? Dann müssen wir weiter schauen. Aber es wird aus Liechtenstein sein, oder? Geschnitzt oder made in China, nein, da ist nichts drauf. Nein. Ja, wir probieren natürlich, so weit es geht, die meisten Sachen hier in der Region zum Produzieren lassen. Alles wird realistischerweise natürlich nicht möglich sein. Aber bleiben wir gleich dabei, weil da gibt es, glaube ich, auch einen Liechtenstein-Bezug. Das gäbe es natürlich auch dann in Keramik, also Liechtenstein in Keramik. Genau, das ist zumal ein Prototyp. Oh, das ist einfach aus einem 3D-Druck, muss man dazu sagen. Das ist jetzt, und also das heißt, 3D-Druck heißt, das ist wirklich topografisch korrekt. Genau. Die Berge sind so wie die Berge in Liechtenstein. Genau, aber das Ziel wäre natürlich auch, dass man das irgendwo herstellen lässt. Ja. Keramik Schädler. Zum Beispiel. Zum wäre Beispiel. Sicher eine gute Adresse, ja. Wenn wir auch schon dürfen Gespräche führen. Es gibt dann, was haben wir da, Holztiere. Genau, da sind wir. Das ist der Wolf, die 7 Geißlein fehlen noch. Ja. Das ist dann ein Mitbringsel für Kinder. Zum, ja, Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Also wir sind jetzt da verschiedene Holzsachen. Man denkt, Holz ist wirklich ein Rohstoff, der bei uns in Hülle und Fülle wächst. Liechtensteiner Holz. Genau. Ja. Oder zumindest aus der Region, sage ich jetzt mal. Und da sind wir mit der Auxilia, also mit der Werkstatt vom Heilpädagogischen Zentrum im Gespräch, dass sie uns da in den Holzsachen unterstützen. Sei es das Brettle oder eben so Holztierle und auch andere Sachen. Also sie haben da ein sehr grosses Spektrum. Aber es wird ja wohl nicht so sein, dass Sie alle Produkte selber kreieren können, sondern wird auch ein Sortiment geben. Genau. Aber es wird keine Kuhglocken geben, oder? Vielleicht gibt es mal eine Kuhglocke, wir wollen jetzt nicht ausschliessen. Ja.
Aber wir haben nämlich auch den Stall und Haufen Kühe und ja grosse Tradition auch, also das mit Landwirtschaft. Dann Lichtensteiner Kuhglocken. Dann wäre es dann sicher Lichtensteiner Kuhglocken. Ja, also da hätten wir dann drauf schauen natürlich. Es gibt schon eine Reihe von Lichtensteiner Produkten. Genau. Die würde es dann auch geben? Genau. Also wir haben auch gesehen, es gibt schon so viele super Sachen. Wir haben es schon erwähnt, Keramik Schädler in Nendeln, wo sehr schöne Keramik herstellt. Energiebecher und Ähnliches. Genau. Und dann gibt es natürlich auch einen Peter Demmel, der selber Kaffee röstet in Schaan. Es gibt den Hans-Peter Leibold, der selber Papier schöpft im Tresenberg. Es gibt das HPZ, wo wirklich sehr unterschiedliche Werkstätten hat, von Textil über Holz, Metall. Also da gibt es eigentlich schon so viele Sachen, wo wir dann sehr, wir sind jetzt in Gespräch mit diesen Leuten und da sind uns so alle sehr freundlich begegnet und finden, ja, da wären sie dabei zum Mitmachen. Der Laden wird heißen Hoi. Hoi, ja, genau. Hoi. Also so wie Servus Hoi. Also diese Begrüßung in Liechtenstein unter Freunden. Ja, unsere typische Begrüßung. Ja, genau. Hoi, Laden für Heimatgefühl wird es heißen. Und ich meine, im Businessplan gibt es eine Preisbandbreite. Also wird es Souvenirs geben um, weiß ich nicht, 10 Franken und Souvenirs um 100 Franken. Hat man sich da eine bestimmte Bandbreite gesetzt? Genau. Also wir wollen jetzt einmal starten mit 40 Produkten. Das ist einmal unser Plan und da wird es sicher eine Bandbreite geben. Also es wird sicher etwas geben, wo man sieht, ja, das nimmt man jetzt einfach mal so mit, sei es vielleicht eine Postkarte, ein Schlüsselanhänger, kleinere Sachen. Aber dann wird es natürlich auch sehr hochwertige Sachen geben, die dann natürlich auch im Preis einfach auch höher sind. Whisky vom Delser, Liechtensteiner Whisky vom Delser. Das ist eine Möglichkeit, ja. Also es wird wirklich sozusagen Produkte mit Liechtenstein-Bezug geben, die sich vom normalen Tourismus mit Bringsel unterscheiden? Genau, also wir legen dort sehr einen grossen Wert darauf, dass es wirklich, sei es jetzt eben mit dem Material, wo das Produkt hergestellt ist, oder mit dem Herstellungsort einen Bezug hat zum Liechtenstein, oder sei jetzt das auch mit der Geschichte, die einfach hinter dem Produkt steht, sei es dort ein Sarg dahinter, oder eben ein Dialektspruch. Und da würden wir dann auch, das ist jetzt einfach mal ein Beispiel, wird zu jedem Produkt auch ein kleines Schild geben. Da wird dann noch Geschichte drumstehen zum Produkt. Nein, umgekehrt. Genau. Das lesen Sie vor. Ah, soll ich es vorlesen? Muss ich es nicht vorlesen, genau. Ja, also steht jetzt drauf, Kohitüchle. Eben mit diesem Geschirrtuch macht das Abtrocknen gleich mehr Spaß. Es ist liebevoll mit einem Murmelmotiv bedruckt. Das Tuch kann natürlich auch ohne Abtrocknen einfach aufgehängt zum Einpacken vom Proviant oder mit unseren anderen Kohitüchle als Fluchthilfe verwendet werden. Wir wünschen viel Freude damit. Das ist jetzt einmal ein. Und da wird es dann auch da mal stehen, wer der Aufdruck gemacht hat, von wem die Gestaltung stammt und auch, wo das Produkt dann hergestellt wird. Also es ist sehr wichtig, dass unsere Produkte sehr transparent sind, dass sie die Geschichte wirklich transportieren und dass man die dann nachher auch nachlesen kann. Also jedes Produkt hat auch eine eigene Geschichte. Genau, ja. Genau. Haben Sie beim Businessplan herstellen auch überlegt, dass Touristen mit bestimmten Klischees nach Liechtenstein kommen und vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch genau die Souvenirs erwarten, die sie auch heute bekommen, also von der Kuhglocke angefangen bis zu weiß ich nicht was. Genau, aber man denkt, dann gibt es das ja auch schon im Städtle. Also, ja. Wir sagen jetzt, also eine Ergänzung, genau, keine Konkurrenz. Genau, es sollte eine Ergänzung sein. Nein, das ist eigentlich wichtig, das sollte eine Ergänzung sein für einfach eine andere Art von Souvenir, wie es jetzt wir uns jetzt vorstellen. Aber ja, da gibt es natürlich ganz verschiedene Leute und die Wünsche sind ganz unterschiedlich. Und da wird es vielleicht Leute geben, die lieber Sachen haben und andere, die lieber etwas anderes haben. Wer wird im Laden stehen und verkaufen? Ja, das würde ich sein. Natürlich auch mit einem Mitarbeiter. Und ja, da freue ich mich schon drauf, schon wieder ein ganz neues Feld für mich, um da etwas auszuprobieren. 6 Tage die Woche? Also wir würden jetzt einmal, ist nicht in Stein gemeißelt, aber wir würden vom Dienstag bis zum Samstag offen haben, voraussichtlich vom 10. bis um 6:30. Ja. Ab 1. Oktober? Ab Oktober, sage ich jetzt einmal. Ab das Oktober. Datum steht noch nicht ganz fest. Also das müssen wir wiederholen. Ab Oktober noch einmal Städtle 34, genau. Vis-à-vis vom Kunstmuseum. Da brauchen wir keine Nummer. Genau, Städtle 35, Hoi. Neben dem Heimdekor Öri, Hoiladen für Heimatgefühl, vis-à-vis vom Kunstmuseum. Genau. Schnuppern, schauen, Souvenirs der anderen Art und wenn es gefällt, kaufen. Wer ist eigentlich die Zielgruppe? Sind es ausschließlich die Touristen oder auch der eine oder andere Liechtensteiner als Kunden? Genau, also wir haben eigentlich da verschiedene Zielgruppen. Wie Sie gesehen haben, das sind Touristen zum einen, aber natürlich legen wir auch einen grossen Fokus auf Einheimische. Viel Produkt wird vielleicht ein Tourist auch gerne nicht wählen oder verstehen, wenn jetzt da auf einem Kinderbody jetzt Bodensäure da steht.
dann ist die Frage, ja, versteht das der Tourist überhaupt? Nein, der versteht das nicht. Was heißt das im normalen Deutsch? Also es ist quasi ein kleines Kind, wo quasi ja, am Boden umsorgt. Okay. Also sozusagen am Boden ein krabbelndes Kleinkind, ja, das noch nicht gehen kann. Einfach so klein ist, dass wie heißt das? Bodysore? Bodasori. Ein Bodasori, ja. Okay, gut. Und ich sage, für ein Einheimisch ist natürlich der Not, wir haben natürlich auch viele verschiedene Dialekte, obwohl wir so ein kleines Land sind. Und da muss man natürlich den ungrossen Fokus drauf setzen. Ich denke, Unterländer würden einen Schlüssel anhängen kaufen, wo jetzt der Heim da oben steht. Auch ein Berger würde so ankaufen, wo dann der Heim da oben steht. Sondern jeder will dann halt auch seine Dialekte drin sagen. Und was brauchen die Berger da drauf? Die Hai. Die Hai? Ich bin jetzt kein Berger, aber. Ja. Okay. Das heißt, es wird viele Schlüsselanhänger genau. In vielen Dialektausprägungen genau, geben. Genau, ja. Und natürlich ist auch eine grosse Zielgruppe von uns Firma und Verein, wo sagen wir, Kunden hier im Land bei uns empfangen oder begrüßen. Weihnachtsgeschenk, sei es für die Mitarbeiter oder auch als ja. Mitbringsel, wenn man ins Ausland geht. Und da ist auch ein grosses Spektrum von uns, wo wir unseren Markt erhoffen. Wenn man einen Businessplan macht, dann muss man am Ende auch reinschreiben, Gewinn oder Verlust. Wie schaut das bei Ihrem Businessplan aus? Ja, also wir sind da vielleicht sehr optimistisch gesehen. Wir haben jetzt einen Gewinn drin, also natürlich nach dem dritten Jahr. Und wir hoffen, dass dann das nachher jetzt so eine Realität so wird. Da müssen die 72.000 reichen bis ins dritte Jahr. Genau. Ja, das ist natürlich immer ein Risiko, wenn man so ein Geschäft anfängt und niemand weiß, ob das funktionieren wird oder nicht. Natürlich hat man immer vor Augen, dass das klappt und dass das etwas Gefreutes wird und dass die Leute genau gleich viel Freude an dem Produkt haben würden, wie wir es haben. Aber ja, wir haben auch gesehen, oder Sanil hat das einmal sehr gut formuliert, wir schiessen jetzt alle 20.000 Franken ein. Falls es schief geht, haben wir im besten Fall einfach die 20.000 Franken plus unser Preisgeld verspielt. Und die Zeit, die man investiert und hat. Und Zeit natürlich, weil das lässt sich sowieso fast nie dann rechnen und zahlen natürlich, was da im Vorfeld investiert worden ist. Aber wir haben gesagt, von einem Masterstudium gibt man auch 20.000 Franken oder mehr aus. Und kriegt man ein Diplom, wenn man es besteht. Ja, genau. Aber da ist jetzt quasi auch für uns, das ist auch eine Schule, die wir jetzt machen. Das sind viele Sachen, die wir lernen. Learning by doing. Genau, sozusagen. Und da muss man Schulgeld zahlen, wenn es schief geht. Wenn es gut geht, verdient man ja was dran. Genau. Wie waren eigentlich die Reaktionen? Familie, Eltern, Freunde auf die Idee, so ich gebe jetzt meinen Job auf und mache jetzt ein Souvenirgeschäft. Mache ein Souvenirgeschäft, nehme alle meine Ersparnisse oder einen guten Teil meiner Ersparnisse, werfe die da rein. Ja, also die Reaktionen am Anfang sind verschieden gewesen. Das sind natürlich am Anfang, jetzt geht man da ins Souvenirgeschäft, ist noch sehr vielleicht einmal skeptisch. Aber wo man es dann so erzählt hat, was man machen will, haben eigentlich viele gesagt, amol, ja, so etwas sollte es eigentlich noch geben. Das ist jetzt etwas, wo noch fehlt. Oder er hat jetzt auch noch etwas gekauft. Und so sind dann quasi die Bestätigungen dann zurückgekommen für uns. Und eigentlich ist es immer das Wichtigste, wenn Freunde, Familie ehrlich mit einem sind, wenn man ihnen eine Idee präsentiert oder eine Idee hätten sie als erstes sagen, das ist eine Schnapsidee. Also da hätte ich sehr nicht diese Ersparte investieren. Aber ja, nach diesen Reaktionen sind wir immer mehr bestärkt worden und sind wir natürlich auch sehr froh, dass da unsere Partner auch dahinter stehen und uns da unterstützen und die Idee auch gut finden. Jetzt hat man ja nicht nur 12.000 Franken gewonnen, sondern ich nehme an, man hat auch zusätzlich einen Motivationsschub gewonnen. Ja. Weil es gab ja eine Jury und da sitzen ja kompetente Leute und wenn die das völlig verrückt finden, dann hätten sie sicher nicht gewonnen. Genau. Ja, ist natürlich eine sehr große Motivation, wenn man so einen Preis gewinnen darf. Und das hat uns natürlich jetzt schon recht einen Schub. Das ist natürlich auch super, dass man jetzt so darf schon im Vorfeld ein bisschen Werbung machen über unser Projekt und über einen Laden, der im Oktober kommt. Aber gleichzeitig ist natürlich jetzt auch noch einmal eine grössere Verpflichtung. Die Leute wissen schon davon. Drauf. Genau, die Latte ist natürlich auch höher gesteckt. Also es geht nicht nur darum, 20.000 Franken zu verlieren, sondern jetzt hat man auch ein Image zu verlieren. Genau, ja, so ist es. Also und jetzt sind wir natürlich auch wieder nach dem Hoch, wo wir jetzt nach dem Preis hatten, auch wieder im Alltag angelangt. Und beide von Realität und sind jetzt wirklich fest am Arbeiten, dass das, was wir jetzt aufs Papier geschrieben haben, dann im Oktober auch wirklich im Laden ist und unsere Vision, die jetzt wir eben auf dem Papier und in den Köpfen drin haben, auch wirklich dann Realität wird und dass wir dort einfach auch unsere und die Vorstellung der Leute hoffentlich einfach treffen würden. Neuen Politikern geben die Medien immer 100 Tage Schonzeit, dann ziehen sie Bilanz. Wir geben euch ein Jahr Schonzeit und nächstes Jahr spätestens vor dem nächsten Businessplan-Wettbewerb
würden wir uns freuen, wenn wir hier Bilanz ziehen können. Super, ja, das würde mich auch freuen. Und ich glaube, wir halten die Daumen. Und das hängt ab von Ihnen, liebe Zuschauer. Wenn Sie die Idee gut finden, dann schauen Sie in den Laden ab Oktober vis-à-vis vom Kunstmuseum Souvenirs der anderen Art. Ich bedanke mich fürs Kommen. Danke vielmals für die Einladung. Bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wie immer hoffe ich, es hat Sie interessiert und auch wie immer wünsche ich Ihnen noch viel Vergnügen mit dem weiteren Programm von 1FL TV. Dankeschön und auf Wiedersehen.